Die medizinische Versorgung in Deutschland gehört zu den besten der Welt. Jedem Bürger steht ein flächendeckendes Netz von Kliniken, Apotheken, Allgemein- und Fachärzten zur Verfügung. Die Versicherten profitieren von kurzen Wartezeiten, freier Arztwahl und der schnellen Teilhabe am medizinischen Fortschritt. Es ist ein Teil des Wohlstands und der sozialen Sicherheit in Deutschland. Und darüber hinaus ist das Gesundheitswesen, das ja auf zwei Säulen beruht, der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung, ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben die Erfahrung, dass wir von Japanern kontaktiert werden, von Koreanern kontaktiert werden, von Amerikanern kontaktiert werden, die unser Gesundheitssystem erforschen möchten, weil sie es hervorragend finden. Ein wichtiger Grund dafür ist das Nebeneinander von privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Die 9 Millionen Privatversicherten zahlen für viele medizinische Leistungen höhere Honorare. Dadurch kommen dem Gesundheitswesen jährlich über 11 Milliarden Euro zusätzlich zugute. Darüber hinaus sichert auch der Wettbewerb der Systeme eine bestmögliche Versorgung für alle. Die private Krankenversicherung ist ein ganz wichtiger Partner, weil sie durch den Wettbewerb mit der gesetzlichen Krankenversicherung die gesetzliche dazu zwingt, bessere Leistungen anzubieten. Wir hätten heute in einer Einheitsversicherung gesetzlich eine viel schlechtere Versorgung der Bevölkerung, als wir es durch den Systemwettbewerb zwischen der GKV und der PKV erleben. Versorgungsprobleme gibt es vor allem in Ländern, in denen es nur eine Krankenversicherungsart gibt. So beträgt die Wartezeit auf einen Facharzttermin in England bis zu 18 Wochen. In den Niederlanden sind es bis zu 6 Monate. Und in Schweden entscheidet die lokale Verwaltung darüber, wer eine Hüft-OP bekommt und wer nicht. Also der Begriff Zweiklassenmedizin im deutschen System, würde ich sagen, der passt letztlich überhaupt nicht zur Versorgungslandschaft, während er in anderen Ländern tatsächlich die Bedeutung auch hat, die das Wort dann widerspiegelt. Die private Krankenversicherung ist aber auch mit Blick auf den demografischen Wandel unverzichtbar. Während derzeit jeder Fünfte älter als 60 Jahre ist, wird das in 20 Jahren für jeden Dritten gelten. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es keine Vorsorge für diese Entwicklung. In Zukunft drohen Leistungskürzungen, stark steigende Beiträge oder ein wachsender Bedarf an Steuerzuschüssen. Schon jetzt benötigt die GKV jährlich 11,5 Milliarden Euro aus der Staatskasse. Mitbezahlt auch von den Steuergeldern der Privatversicherten. Wir kommen in eine Situation hinein mit der demografischen Entwicklung und den Auswirkungen des technischen Fortschritts, wo unsere Wirtschaft kapitalintensiver werden muss, um den Wohlstand zu sichern. Und da trägt die PKV mit den Alterungsrückstellungen natürlich einen deutlich größeren Beitrag bei im Vergleich zu den umlagefinanzierten gesetzlichen Systemen. Die private Krankenversicherung berechnet ihre Beiträge so, dass jeder für seine durchs Altern steigenden Kosten selbst vorsorgt. 180 Milliarden Euro an Rückstellungen haben die Privatversicherten dazu aufgebaut. Also in der Vergangenheit hat man eher geglaubt, dass die Umlagesysteme auch sehr krisenfest sind. Aber wir haben festgestellt, dass die langfristige Finanzierung ohne jedenfalls partielle Kapitaldeckung gar nicht möglich ist. Die Generationen der Kinder und Kindeskinder werden in der privaten Krankenversicherung nicht belastet. Schon aus diesem Grund sollte man die PKV nicht schwächen, sondern im Gegenteil für mehr Menschen öffnen. Das duale System sollten wir in jedem Fall erhalten. Das ist eine gesunde, auf Wettbewerb basierende Einrichtung, die auch für die Zukunft Erfolg verspricht. Die Bürgerversicherung löst die Probleme mit Sicherheit nicht, weder die im Gesundheitswesen noch die hinsichtlich der Finanzierbarkeit. Zwei starke Säulen für ein starkes Gesundheitswesen. Das Zusammenspiel aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung ist auch in Zukunft der beste Garant für eine hochklassige Versorgung. Die PKV, eine starke Säule für das beste Gesundheitswesen.